musikalische Leckerbissen anzubieten. Kultur und Zoo im Zoo ist eine Veranstaltungsreihe, die vorläufig als Livestream auf Facebook läuft. Also nochmal Hallo an alle, die an den Smartphones, Pads oder vielleicht auch Tablets zuschauen. Alles gut, sagt allen Bescheid, liked fleißig mit, schreibt Kommentare und wir haben heute ein kleines Gewinnspiel, wo man sogar noch zwei Freikarten hier für den Zoo gewinnen kann. Also schön dranbleiben. Aber wir sind auch live hier im Zoo und der ein oder andere Zuschauer, der jetzt hier gerade steht, freut sich auf unsere Performance. Also die dürfen natürlich zuschauen. Deshalb schön, dass ihr auch da seid. Gleich geht's hier los mit ganz toller Live-Musik. Kultur im Zoo unterstützt durch den Zoologischen Garten und die sagen, wir möchten gerne die Kulturszene der Stadt fördern, wir möchten diese unterstützen und engagieren eben regionale Top-Künstler, die mit ihren Sets hier bei uns im Zoo an einem ganz besonderen Platz spielen. Na, und hier kann man sich gut umschauen. Hinter uns die beeindruckenden Giraffen und direkt gegenüber die zuckersüßen Pinguine, aber gleich wird es sphärisch im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, wenn man an ein Cello denkt, könnte man einen großen Orchesterauftritt wie beim Opernball in Dresden zum Beispiel vor Augen haben. Aber dieses eindrucksvolle Instrument kann noch viel mehr. Ein Magdeburger Musiker macht damit nämlich elektronische Musik. Er selbst beschreibt seinen Musikstil als Experimental Progress, Cello, Punk, Ambient, Jazz, wie er mir gestern persönlich verraten hat. Was genau benötigt man dazu? Ein Cello. Um ein Violoncello, um ganz genau zu sein, eine Loopstation, diverse elektronische Effekte und einen kreativen Freigeist. Wenn er anfängt, auf dem Korpus seines Instrumentes zu trommeln und in die Saiten greift, dann wird es für ihn und alle Zuschauer atmosphärisch. Starten wir nun mit Kultur im Zoo, die zweite, und freuen uns auf sphärische Unterhaltung, Ladies and Gentlemen, mit Pripyat Syndrome. Viel Spaß!
Ach, das klingt richtig gut und ich habe das Gefühl, auch die Giraffen im Hintergrund, die gehen richtig ab. So ein bisschen wird getanzt da hinten, ne? Du kennst das von der Sternbrücke, die Peggy hat gerade geschrieben, live bei Facebook. Den jungen Mann, den kenne ich von der Sternbrücke. Also Peggy, hast du super erkannt. Ja, das ist Matthias, das ist Prepared Syndrome und heute im Zoo, live. Auch die Pinguine, die gehen richtig ab. Das muss man nachher nochmal zeigen, lieber Matze, hinter der Kamera. Aber jetzt konzentrieren wir uns noch einmal auf dich. Ein wunderschönes zweites Set-Song. Improvisation vom Allerfeinsten. Prepared Syndrome heute im Magdeburger Zoo. Und das waren die Fans. We'll be right back.
Prepared Syndrome. Alle, die Hände frei haben und nicht gerade irgendwelche Kinder in den Händen, dürfen klatschen. Ja, liebe Zuschauer hier bei Facebook Live, es gibt auch Menschen hier im Zoo. Wir sind zwar mit etwas beschränkten Vorgaben unterwegs, aber immerhin 1000 Personen gleichzeitig dürfen den Magdeburger Zoo besuchen und ganz coole Neuigkeiten, denn mittlerweile dürfen auch wieder Besucher und Tierfreunde aus anderen Bundesländern hier im Magdeburger Zoo vorbeischauen. Bevor es jetzt sofort weitergeht mit Matthias, damit die Seiten nicht abkühlen, schauen wir uns hinten diese wunderschönen Tiere an. Unglaublich, die größten Landtiere, die es auf der Welt gibt, eigentlich in Afrika zu Hause. Zum Glück haben wir hier wunderschöne Giraffen auch in Magdeburg. Und wir haben einen Mann, der kennt sich ein bisschen mit den Giraffen besser aus als ich. Das ist nicht schwer. Das ist der Stefan und der kommt jetzt kurz zu mir. Jawohl, hallo Stefan. Auch du bekommst quasi von den vielen Facebook-Zuschauern quasi einen imaginären Applaus. Geht's dir gut? Ja, danke, Holger. Sehr schön, wunderbar. Sag mal, wie heißen denn erstmal unsere beiden Giraffen dort hinten? Also das ist, die gelbe heißt Chani und die andere gelbe heißt Zara. Und zwar die rechte, das ist die Zara, die kommt aus Chester, glaube ich, aus dem Zoo. Und Chani, die ist hier im Magdeburger Zoo geboren, 2013. Die war mal kleiner als ich. Aber das hat sich jetzt geerdet. Aber dennoch sind ja die Giraffen bei der Geburt fast so groß wie ein erwachsener Mensch, ne? Und können bis zu wie viel Kilo auf die Waage bringen? Also können so ungefähr so zwischen 50 und 100 Kilo, 100 Kilo eher nicht. Und die meisten Giraffen, die ich hier so gesehen habe, wenn sie geboren waren, waren ungefähr 5 cm kleiner als ich. Also ich bin 1,86 und die Bullen, die hier geboren sind, die waren meistens auch schon von Anfang an größer als ich. Und 2 Wochen nach der Geburt sind sie alle Mann 2 Köpfe größer als ich ungefähr. Kommt man nicht mehr so richtig ran mit Kraulen und Streicheln, zumindest am Kopf. Aber das sind natürlich sehr, sehr friedvolle Gesellen. Vielleicht eine schöne Geschichte. Was fressen die gern und gibt es da so eine schöne Futtergeschichten am Morgen? Also Giraffen fressen hauptsächlich Laub. Wir füttern viel Luzernoheu, Laub und ja, das ist im Prinzip das ganze Große. Zu Besucherfütterung gibt es noch ein paar Pellets oder mal eine Scheibe Knäckebrot, ein paar Äste. Das ist dann was Besonderes, dann kommen sie halt. Ansonsten holt man die auch nicht so hinterm Ofen vor. Ja. Klasse, Stefan, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr auch durchgehalten habt. Ne? Ihr hattet auch alle eine schwere Zeit, Corona und Co. Toi, 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 langsam bewegen wir uns in die Lockerungen herein und ihr habt die Tiere, wie man sieht, bestens gepflegt. Also vielen lieben Dank an dich, lieber Stefan. Und ich habe an unsere Facebook-Gäste jetzt eine kleine Frage. Und zwar, wie viele Halswirbel hat eine Giraffe? Ne? Der Hals ist ungefähr 2,50 Meter lang, kommt auf die Giraffengröße an. Das ist unsere erste Frage. Wer die richtig beantworten kann, jetzt im Stream, der bekommt direkt eine Tageskarte. Der Erste, der auf diese Frage richtig antwortet. Wüsstest du es? Okay, aber behalte es für dich. Wir wollen Musik hören und übergeben jetzt wieder Bild und Ton an Prepared Syndrome. Thank you.
mit geschlossenen Augen und mittendrin in der Musik. Das ist Matthias Markgraf live hier im Zoo auf Facebook und auch viele Zuschauer, einige Zuschauer jetzt in den Nachmittagsstunden sitzen und applaudieren. Ja, ab nächste Woche werden die Zoo-Öffnungszeiten wieder ein bisschen reduziert. Von 9 bis 19 Uhr kann dann hier durch den Park flaniert werden und unzählige Tiere ganz früh am Morgen oder eben auch zum guten späten Nachmittag, wie jetzt heute hier bei perfektem Wetter, beobachtet werden. Bei dem Blick zu den Pinguinen, Matze, da schwenken wir nachher auch nochmal rein, ne? Oder können wir das gleich mal parallel machen? Das ist so knuffig, die stehen am Wasser, das ist, glaube ich, arschkalt und dennoch springen die voller Freude rein. Die Ines hat gerade im Live-Chat gefragt, ach, ich hoffe, den Pinguinen und Giraffen gefällt es genauso. Also ich habe definitiv das Gefühl, dass es ihnen richtig gut geht und dass mal eine ganz entspannte Abwechslung stattfindet, so zum ganz normalen Alltag. Und wir haben eine Gewinnerin, Töre, liebe Tabita, schmeiß mir mal den Vornamen zu. Die liebe Jenny hat gewonnen. Und die Frage nochmal, wie viele Halswirbel hat eine große Giraffe? Richtig, 7 Halswirbel, genauso viel wie wir Menschen. Tja, Kinder, habt ihr das gewusst? Ich vorher auch nicht, ne? Habe ich ein bisschen schlau gemacht. Aber wir werden heute noch einiges mehr über die Giraffen lernen. Und wir haben noch eine zweite Quizfrage, bei der es wieder eine Tageskarte hier für den Zoo zu gewinnen gibt. Matthias, wie sieht's aus? Der Bogen hat sich wieder entspannt. Dann sollten wir ihn wieder anspannen und weiter geht es mit cooler Musik. Kultur im Zoo, Klappe die zweite, Matthias Markgraf, Pripyat Syndrome.
ausgespielt bis zum letzten Ton. Und auch hier schallt wieder ein kleiner Applaus durch den Park. Matthias, du hast wahrscheinlich schon an vielen unterschiedlichen Orten gespielt. Viele kennen dich, wie vorhin schon kurz angesprochen, von der Sternbrücke. Ist das vielleicht einer deiner ungewöhnlichsten Orte oder hast du da vielleicht noch einen anderen im Petto? Ja, bei Hochzeiten, in Kirchen, auf Messen, bei Geburtstagen, zur Not auch bei einer Beerdigung, wenn es sein muss. Schlösser. Einige Parks waren dabei, aber ich glaube, mit den tierischen Freunden im Hintergrund, das konnte noch bis jetzt keiner bieten, oder? Ich habe schon zweimal zur Zonacht gespielt und ich spiele sehr, sehr gerne. Ja, genau. Ja, ich glaube, ein tolles Ambiente, ne? Wohlfühlcharakter, als wir uns gestern auf der Sternbrücke gesehen haben, bei bestem Sonnenschein. Einige haben unseren Teaser-Film vielleicht gesehen. Ja, da lässt sich es irgendwie aushalten. Heute im leichten Schatten. Die Pinguine nutzen natürlich die Sonne aus, damit sie ein bisschen baden können, aber auch die beiden dort hinten, die lassen sich es gut gehen. Apropos nochmal zu den Giraffen. Ich hatte ja noch eine zweite Quizfrage angekündigt. Wir sprachen vorhin über das Futter. 37 Kilo fressen tatsächlich Giraffen circa an Blättern am Tag. Und es gibt 9 unterschiedliche Giraffenunterarten und alle zeichnen sich durch unterschiedliche Fellzeichnungen aus. Und jetzt die Frage, wozu dienen die Flecken und wobei helfen sie der Giraffe? Eigentlich fast zwei Fragen in einer. Aber ich formuliere sie nochmal. Wozu dienen die Flecken bei der Giraffe und wobei helfen sie der Giraffe? Ich bin gespannt, ob das jemand beantworten kann. Der oder die Erste bekommt eine Tageskarte hier für unseren wunderschönen Zoo. Jetzt geht's weiter mit Matthias. Auf geht's. We'll be right back.
Ach, herrlich, herrlich zuzuhören, zu lauschen, zu genießen. Fehlt eigentlich nur noch der Schirmchen-Cocktail. Den haben wir leider noch nicht, aber auch die Gastronomie ist schon wieder hier in Gange im Zoo. Es ist noch nicht alles vollständig offen, aber ab dem 5. Juni soll es dann mit dem Marché Mövenpick Deutschland hier weitergehen, unter anderem in der Afrikambo Lodge und Co. Also wir halten euch da weiterhin auf dem Laufen. Kommen wir zu unserer Gewinnerin. Tö-tö. Kannst du eine kleine Hymne spielen? Kurz. Dim, dim. Dim. Herzlichen Glückwunsch, Daniela. Daniela, sie wusste sofort, worum es geht. Ja, die Flecken dienen der Tarnung. Da sind vielleicht auch viele drauf gekommen. Aber die dienen auch der Temperaturregulierung im Körper. Also, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst eine Nachricht und wie das genau läuft, dass du dich vorne registrieren kannst, um dann einen Tag hier im Zoo zu flanieren, ganz nach den freien Wünschen. Also herzlichen Glückwunsch. Also viele schöne Tiere sind wieder zu sehen. Auch die neuen Lockerungen haben zum Glück auch den Zoo erreicht. Viele Tierhäuser sind wieder offen. Der Spielplatz, liebe Kinder, hurra, ist wieder offen. Die Eltern sagen auch hurra, dann könnt ihr nämlich entspannt ein Eis essen gehen nebenan und so weiter und so fort. Trotzdem müssen wir auch hier an Abstandsregeln 1,50 Meter zu anderen Gästen denken. Also bitte achtet auch darauf. Auch Führungen und Kindergeburtstage können wieder durchgeführt werden. Unter führungen@zoo-magdeburg.de könnt ihr da reinschalten. Tja, jetzt geht es weiter. Die letzten Minuten laufen, wir genießen und lauschen noch ein wenig und viel Spaß dabei.
Prepared Syndrome live heute bei Kultur im Zoo, Klappe die zweite. Wow, ah, richtig schön, ne? Einige unserer Besucher, die bleiben einfach ein bisschen stehen, kommt ruhig ein bisschen näher, geklatscht wird hier fröhlich, fleißig. Da vorne ist auch eine schöne Bank. Wir gehen in die letzten Minuten und starten dann in ein langes Pfingstwochenende. Da wird hier einiges los sein. Also liebe Gäste, Achtung, wir weisen euch immer darauf hin, wenn hier so viele Menschen im Zoo sind, dass gegebenenfalls auch andere erstmal draußen warten müssen. Ihr habt erstmal ganz viel Spaß, geht ruhig weiter, ganz entspannt und genießt hier die wunderschönen Giraffen und natürlich hier auch die Pinguine. Das ist immer ein ganz besonderes Highlight, gerade für die Kinder. Übrigens, man kann für große und kleine Tiere hier im Magdeburger Zoo auch eine Tierpatenschaft für ein Jahr abschließen. Das machen nicht nur Unternehmen, sondern auch mittlerweile, gerade auch zu Corona-Zeiten, immer mehr Privatpersonen. Wir können euch da nur animieren, damit unterstützt ihr den Magdeburger Zoo und natürlich auch die Tiere. Auch Futterpatenschaften gibt es schon, teilweise ab 15 Euro pro Aktion. Schaut rein auf zoo-magdeburg.de, da gibt es noch viel mehr Infos. Lauschen wir jetzt noch einmal den letzten coolen Song. Ich weiß, es gibt Menschen, die bestellen deine CD, die kommen aus Japan, die sind mittlerweile europaweit unterwegs. Also der Mann geht durch Mark und Bein, sphärisch muss es sein. Ist das richtig? Es muss sphärisch sein. Also eine Runde sphärische Musik mit Matthias Markgraf. Auf geht's! Gedreht, ist es wirklich schon so spät? Mit dem Matze wird es Zeit. Leider ist drei Schluss für heute. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Hier im Zoo ist wunderschön, doch leider müssen wir gleich gehen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Der Matze spielt das Cello, Tabitha muss aufs Klo. Thank you.
Wow, was für ein cooler Song. Richtig cool, improvisiert, alles live. Alles handgemachte Musik hier aus Magdeburg, aus dem Magdeburger Zoo. Prepared Syndrome, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hey, richtig cool. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht bei Facebook Live wie uns hier und natürlich auch den Tieren hier im Magdeburger Zoo. Schaut immer mal wieder vorbei. Wir sagen Dankeschön an Dirk Wilke und sein Team. Vielen Dank an alle Tierpfleger, die auch in den schweren Zeiten zum Zoo und natürlich auch zu den Tieren gestanden haben, durchgezogen haben und jetzt langsam sich freuen, dass alles wieder irgendwie in normalen Bahnen geht. Bleibt schön gesund. Und wir informieren euch, wie es hier weitergeht mit Kultur im Zoo und auch die 70 Jahre Zoo. Na, wir wollen nicht zu viel verraten, aber da wird vielleicht noch das ein oder andere kommen. Wir sagen Tschüss, freuen uns jetzt gleich auf die coole Aktion in der Festung Mark. Kulturpicknick heißt es dort. Auch das eine regelmäßige Serie, wo Künstler hier aus Magdeburg unterstützt werden. Also unterstützt sie und drückt uns gemeinsam die Daumen, dass wir bald alle wieder auf großen Bühnen stehen können. Vielen lieben Dank, Matthias. Vielen lieben Dank, Matthias, auch hinter der Kamera. Vielen lieben Dank, Tabitha, David und alle, die hier mitgeholfen haben. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank und bis bald.